Wie viele Menschen leben noch nach einem Jahr? Ein Jahr nach einem Kathetereingriff leben noch etwa 98 von 100 Menschen. Nach einer Operation sind es etwa 96 von 100 Menschen. Bei wie vielen Menschen kommt es zu Vorhofflimmern? Vorhofflimmern tritt im ersten Jahr nach einem Kathetereingriff bei etwa 10 von 100 Menschen auf. Nach Operation ist das bei etwa 40 von 100 Menschen der Fall. Bei wie vielen Menschen kommt es zu einem akuten Nierenversagen? Eine akute Abnahme der Nierenfunktion betrifft im ersten Monat nach einem Kathetereingriff etwa einen von 100 Menschen. Nach einer Operation sind es 3 von 100 Menschen. Wie viele Menschen bekommen einen Schlaganfall? Innerhalb von einem Jahr nach einer Behandlung bekommen etwa 4 bis 5 von 100 Menschen einen Schlaganfall. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen einem Kathetereingriff oder einer Operation. Wie hoch ist das Risiko, einen Herzschrittmacher zu benötigen? Innerhalb von einem Jahr nach einem Kathetereingriff benötigen etwa 17 von 100 Menschen einen Herzschrittmacher. Nach einer Operation sind es etwa 4 von 100 Menschen. Wie hoch ist das Risiko für eine schwere Blutung? Eine schwere Blutung tritt im ersten Jahr nach einem Kathetereingriff bei etwa 3 von 100 Menschen auf. Nach einer Operation betrifft es etwa 10 von 100 Menschen. Wie hoch ist das Risiko für schwere Komplikationen an den Blutgefäßen? Schwere Komplikationen, die die Blutgefäße betreffen, treten bei etwa 3 von 100 Menschen auf. Hier gibt es keinen Unterschied zwischen einem Kathetereingriff und einer Operation. Wie viele Menschen müssen erneut ins Krankenhaus? Im ersten Jahr nach einem Kathetereingriff kommen etwa 5 von 100 Menschen erneut ins Krankenhaus. Nach einer Operation sind es etwa 9 von 100 Menschen. Wie hoch ist das Risiko für eine Notoperation am Herzen? Bei weniger als einem von 100 Menschen kommt es bei dem Kathetereingriff zu Komplikationen, die eine Notoperation am Herzen notwendig machen. Dafür muss das Brustbein durchtrennt werden. Gründe für eine Notoperation können zum Beispiel eine Verletzung der Hauptschlagader oder des Herzens sein.